Servus und willkommen zurück im glücklichsten Dörfli seit langer, langer Zeit. Ich freue mich. Es läuft gerade richtig gut. Ha, geiler Scheiß. Ich freue mich. Willkommen zurück in der letzten Episode. Neue Bedürfnisse. Alle haben zu essen. Geiler Scheiß. Das mit dem Brot ist noch ein bisschen, aber sonst ist gerade richtig geil. In der letzten Episode, hier gibt es jetzt einen neuen Counter, Global Needs Filling Percentage. Ich habe keine Ahnung. Aber auf einmal haben wir richtig viel Essen und es klappt auch mit dem Brot, zumindest so einigermaßen. Ach, es ist herrlich. Die Leute sind glücklich, sie bauen, sie ziehen zu uns. Fantastisch. Aber auch ein paar neue Gebäude. Damit wir haben jetzt nämlich Bourgeois, auf gut Deutsch Leute, die sich irrsinnig toll vorkommen. Und ja, neue Produktionslinie. Kohlenhütte, Eisenmine, Eisenschmelze und können wir eigentlich jetzt dann schon los starten. Eine Schmiede. Und in der Schmiede können wir... Ah, so ist cool. In der Schmiede können wir endlich eigene Werkzeuge herstellen. Endlich eigene Werkzeuge herstellen. Rock'n'Roll. Gott sei Dank. Brauchen wir die nimmer einkaufen. Richtig, richtig gut. Ich freue mich. Sehr schön. Und schon wieder zwei neue. Sehr schön. Gut, was haben wir heute vor? Also, ich würde gerne diese Produktionslinie in Betrieb nehmen. Mal schauen, was da rauskommt. Ich habe auch gesehen, wir haben einen Haufen Leute ohne Job, die wir jetzt einfach mal alle, also zwei machen wir jetzt noch zu Bildern. Und ein paar Transporteure. Können wir immer brauchen. Building complete, Lord Manor. Jawohl, ja. Das heißt, da, jetzt haben wir da einen größeren Turm. Weil ich Idiot nicht kapiert habe, dass man die auch größer machen kann. Aber, was viel wichtiger ist, wir können jetzt 2000 Euro Goldstücke oder Goldbarren, whatever, einlagern. Das heißt, noch mehr Kohle für noch mehr Landeinkäufe oder so, ne? Building House complete. Was fehlt denn hier jetzt noch? Tools? Hammer. Steine? Hammer. Was brauchen wir denn noch für die Schmiede? Okay, das gleiche nochmal, aber das geht sich aus. Ja, fast. Ah, es wird sich ausgehen. Alles gut. Also wenn man da so durch den Wald kommt, sieht man da erst einmal eine Mauer. Und wenn man wirklich groß ist und auf Bäume klettern kann, dann sieht man da was richtig Imposantes. Das Dörfli, das eigentlich gar kein so kleines Dörfli mehr ist. Wunderbar. Die bauen da fleißig, die produzieren fleißig. Ach, ich glaube, wir können gerade mal ein bisschen ausschnaufen und zufrieden sein. Wunderbar. Mal bisschen beschleunigen. Ah, zwei neue Leute, sehr gut. Beobachten, was sich denn so tut. Building House complete. Aber das hat er wieder da gebaut, oder? Wo hat der gebaut? Ich weiß es nicht. Also das, liebe Entwickler. Für die Beta, für den Final Release, es wäre wirklich cool, hier rauf zu klicken. Na, dann sieht man es. Aber es wäre auch cool, wenn es bei Häusern funktioniert, ne?
oder bei jeder Meldung, die hier oben angezeigt wird. Und man springt dorthin und sieht, was hier passiert ist. Weil wenn das jetzt schon mal so groß ist, dann ist es richtig schwer. Und ich kann mich erinnern an diese Meldung, dass keine Ressourcen da waren. Und mich hat es wahnsinnig gemacht, nicht zu wissen, was los ist. Yeah. So, die schauen wir uns jetzt mal an. Boah, das sieht ja cool aus. Daneben die Schmiede. Female Nummer 1752 und Mail Nummer 1668. Bitte zur Arbeit. Also die brauchen Eisenerz und Kohle und stellen Eisenbarren her. Die machen Kohle. Und die Jungs... nichts. Da sind 5 Leute drinnen, die nichts machen. Was soll denn das? Willkommen bei Christoschs Thema. Wir bauen eine neue Produktionskette und haben es offensichtlich nicht kapiert, wie es funktioniert. Naja, mal gucken. Vielleicht läuft es ja erst, wenn da... Also aus 2 Kohlen und einem Eisenerz machen die einen Eisenbarren. Sie haben Kohle, aber kein Eisenerz. Da sind 5 Leute drinnen, die nichts tun. Habe ich die falsch gebaut? Ja, aber am Berg. Ist doch okay, oder? Ich meine, wo soll ich es denn sonst hinbauen? Außerdem, wenn der sein Haus durch die Wand bauen kann, kann ich meine Mine auch hier an den Berg bauen. Hier wird ein Haus gebaut. Okay. So, mal einkaufen. Wir kaufen Brot, das ist gut. Kaufen noch ein bisschen mehr. Sell Steine. Verkaufen ein bisschen weniger. Holz handeln wir nicht. Essen kaufen wir zu. Braucht man das? Ich weiß es nicht. Ach. Es gibt dann offensichtlich noch Dingensen. Nämlich Glas und Marmor. Die wir noch nicht entdeckt haben. Es soll offensichtlich später dann auch zu Foundation noch DLCs geben. Bei DLCs bin ich immer ein bisschen skeptisch, was dieses Thema angeht. Moment. So. Was dieses Thema angeht, bin ich immer etwas skeptisch. Produziert sie jetzt? X. Weil Kosten und Nutzen bei DLCs ist halt leider nicht immer so positiv für den Gamer, sage ich jetzt mal. Ich sage mal, ich komme noch aus einer Zeit, wo sowas Erweiterung genannt wurde. So wie, oder Add-on auf Neudeutsch. Ich sage jetzt mal, das beste Beispiel, was ich mich erinnern kann zu diesem Thema, ist immer noch die Nacht des Raben, das Add-on zu Gothic 2. Das war mal richtig, richtig geil. Hat das ganze Spiel aufgewertet, hatte einen enormen Umfang, war knackig schwer. Und preislich voll okay. Also da hat Kosten und Nutzen super gepasst. Aber... ganz, ganz viele DLCs, ich sage jetzt einfach mal nur so, Mass Effect zum Beispiel. Ach, das war halt irgendwie so, ja, nein. Zahle 5 Euro, kriegst du 3 neue Skins oder so. Naja, wer es braucht. Deswegen
bin ich da ein bisschen skeptisch. Aber mal schauen. Also die Jungs und Mädels, die hier bei Polymorph Games arbeiten, leisten wirklich, wirklich gute Arbeit. Also bis jetzt, hey, es gibt Spiele, die sind im fertigen Zustand nicht so geil wie diese Alpha hier. Ich möchte jetzt einmal dazu sagen, das ist natürlich wieder mal nur meine persönliche Meinung, ne? Aber, geiler Scheiß. Ja, und wie gesagt, zu den DLCs. Es gibt welche, die sind in Planung. Ich weiß leider noch nicht genau, was die tun und wie sie sich dann auswirken aufs Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen wie bei City Skylines ist. Aber, wir werden es sehen. Ich werde es mir definitiv mal angucken und mal schauen, was rauskommt. So. Back to business. Die Female Nummer 1626 bringt uns jetzt noch 20 Werkzeuge, die sie hoffentlich schon bringt, weil wir haben gerade 0. Und dann baue ich noch einen Turm für mein Anwesen. ja. Ja, so weit, so gut. Und dann hoffentlich, hoffentlich einmal kommen die Damen und Herren da in die Gänge. Damit die Produktion hier mal startet. Hier tut sich nämlich nichts. Kurz mal schneuzen, Verzeihung. Sorry, bin ich wieder zurück. Sommerzeit ist auch Pollenzeit. Und das wirkt sich das eine oder andere Mal leider etwas ungut aus. So, wenn das fertig ist, sind wir auf einmal wieder auf 171. Brot wird wieder ein Thema. Beeren sind es zum Glück nicht. Aber wenn das fertig ist, dann wird es, glaube ich, wieder mal Zeit, die Damen und Herren, die hier wohnen, upgraden zu lassen. Und ich habe irgendwie Angst davor, denn ich befürchte, das war's dann wieder mit der Glückseligkeit und mit dem stressfreien Spielen. Aber naja. Schauen wir mal. Extraction verbinden. Braucht es hier auch Extraction? Damit die was machen? In der Mine. Na, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Die haben eh noch genug Platz zum Ausbauen. Ja, wunderbar. Da, das kann man zumachen. Perfekt. Und das Schöne ist halt einfach, die bauen das so, wie es ihnen vorkommt. Und ich meine, das sieht eigentlich eh schon wieder sehr geordnet aus. Zwei neue Einwohner. Liebe Leute, guten Tag. Schaut eigentlich eh schon fast ein bisschen sehr geordnet aus. Aber das ist halt das Coole. Die bauen, wie es passt. Und das Schöne ist, in Summe fügt sich das dann wieder richtig harmonisch zusammen. Sehr cool. Und hier ist er noch einmal zur Erinnerung. Unser Julien, der so unglücklich war. In seinem früheren Leben als was war er? Steineklopfer, Holzhacker, weiß nicht mehr. Als Bauer hat er seine Bestimmung gefunden und das ist natürlich schön für einen Herrscher, wenn seine Leute glücklich sind. Wunderbar, wenn er sie glücklich machen kann. So, liebe Leute, wie schaut's aus? Eisenproduktion? Hallo? Zwei Herren, Nummer 814 und 619, nehmen sich der Produktion der Werkzeuge an. Ach, sieht das nett aus. Mit Schleifstein und so, cool. Noch schöner wäre es allerdings, wenn die Damen und Herren in der Mine endlich einmal in die Gänge kommen würden und
sich überwinden könnten. Looking to fulfill my needs. Ja, jetzt mache mal meine Needs da. Ja, Eisen produzieren. Das kann's doch nicht gewesen sein. Ich weiß, ich traue mich nicht, aber schauen wir mal, was passiert. Tring, tring. Wird wieder die große Upgrade-Welle kommen und danach wird wieder nichts mehr hinhauen. Oder etwa doch. Mal schauen. Ich kaufe mal lieber, da kaufe ich fleißig ein, da kaufe ich auch fleißig ein, da kaufe ich auch ein. No Trade. Mehl, Mehl. Wieso wird Mehl nicht mehr angezeigt? Mehl wird nicht mehr angezeigt da oben. Dann no trade, weil wer weiß es. Und Getreide wird auch nicht mehr angezeigt. Kaufen wir mal das und würde ich mal sagen das. Alles kriegen wir eh nicht. Ui, es sinkt. Wieso sinkt's? Couldn't find bread. Brad Pitt. Naja. Wieso machen die kein Eisen? Der hat alles. Der kann natürlich auch nichts tun. Es steht alles, weil die kein Eisen produzieren. Gibt's hier. Aber nicht im Ernst, oder? Das stehen Steine. Liegt Eisen auch in der Gegend rum? Habe ich das einfach übersehen? Das sind auch Steine. Kann man nur an ganz bestimmten Punkten Eisen abbauen? Nee, oder? Aber nicht im Ernst, oder? Die bauen nichts ab, weil hier einfach kein Eisen ist. Kann das sein? Tja, das sinkt gerade ziemlich. Sag ich doch, die glückselige Zeit ist vorbei. Das Upgraden aber gar nicht so viele, nämlich nur einer. Okay. Das mit dem Eisen verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Eisen im Bergabbau, okay, aber wo? Also gibt es hier etwa gar kein Eisen? Wie ist denn das? Tja, wie ist denn das mit dem Eisen? Eisen, Eisen, Eisen. Ich meine, ich könnte Eisen kaufen, aber was haben wir hier? Villagers upgrading ist aus. Ah. Ah,
Alles klar. Das ist Eisen. Ja, das ist Eisen. Und hier offensichtlich auch irgendwo. Hier ist Eisen. Okay, dann können meine Damen und Herren jetzt da drinnen mal gar nichts dafür. Ich kaufe das dazu. Und reißt es ab. Und bauen das hier neu. Wer konnte dann das wissen? Kann ich die Mauer wieder abreißen? Egal. Okay, liebe Leute, offensichtlich haben wir zumindest den Grund gefunden, warum wir kein Eisen abbauen, weil es hier einfach keines gibt. Glücklicherweise liegt hier direkt neben uns ein Vorkommen, das werden wir jetzt anzapfen. Und dann sollte es in der nächsten Episode funktionieren mit dem Eisenabbau. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.